Dieter Fischer! Gerade in den Keller gerannt. Mit Gicht. Dieter Fischer! Didi! Oh mein Gott. Ist das seine Frau? Didi! Bitte nicht so rum, danke. Ich suche Herrn Fischer! Dieter! Ja, komm, ich schieb dich zu ihm. Bitte trotzdem nicht rumschreien, rufen Sie an oder so. Komm her, junge Frau, ich schieb's mal da links durch die Rolltür. Wir suchen den jetzt. Ich warte hier. Er zu mir zu kommen. Ach so, natürlich. Sind Sie die Frau? Wie man es definiert. Da hat der Didi ja richtig einen Glücksgriff gelandet. Oder finde ich auch. Ja, dann wünsche ich euch beiden viel Spaß, ne? Die und Ja, vielen Didi. Dank. Und wer sind Sie? Ah, ich bin der Jerry. Ach so. Ja. Ja, freut Ich mich. wollte mich jetzt nicht so dazwischen drängen, ich wollte nur helfen. Ich sehe, dass Sie ja ein bisschen verhindert aktuell sind wegen Ihrem Rollstuhl. Ja, man hilft ja, wo man kann. Ja, das ist richtig. Officer, können Sie jetzt einmal herkommen, bitte? Ich wünsche Ihnen eine gute Besserung. Hola. Ja, danke. Ihnen auch. Warum auch immer? Ach, Mann. Wo ist denn der Didi jetzt? Wo sind die jetzt? Sie Baby möchten auf den Kollegen warten? auf Maybe Baby. Okay. Dann Baby Baby. die Dame? Jetzt holen Sie mal Wenn Sie die mir einmal hier kurz her. folgen würden. Du wolltest doch nicht mit uns reden. Hä? So, Officer, können Sie mir jetzt einmal bitte helfen? Ja, sofort. Jetzt. Die Oh mein Leiche ist Gott. LSPD Kommen Sie mal kurz 58, zu mir, Herr Garcia. Ja, ich das gerade. Didi muss hierher. Wir brauchen Didi. Nein, 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 nein. Oh. So, hier ein Officer mit Dingern an den Armen. Sie können mir bestimmt helfen, oder? Sie sehen kompetent aus. Das nennt man auch Hände an den Armen. Ja, das, was Sie meinen, nennt man Hände. Das ist so richtig. Ah, ich glaube, Maybe Baby ist ja kaputt. Maybe Baby hat keinen Bock auf uns. Ja. So, hier, Herr Officer. Hey. Den mit dem weißen Hallo. T-Shirt. Den mit dem weißen T-Shirt. Okay, Ja, von der genau. anderen Seite. Den kriegen Sie natürlich. Herr Officer, ich habe es wirklich dringend. Ja, einen nach den anderen. Ja, ich brauche Dieter Fischer. Ja, dann müssen Sie sich kurz gedulden, dann bin ich für Sie da. Und Machen Ja, Sie funken Sie das doch einfach durch. Frau Jones wartet auf Herrn Fischer. kurz erstmal das und danach kommen Sie wieder vorbei. Funken Sie einfach. Hier wartet eine Frau Jones auf Herrn Ja, Fischer. mach ich gleich. Also, der ist echt unfreundlich. Ist sehr fragwürdig. Ja, guck mal jetzt. Du musst ja jetzt nicht nachgucken. Guck erst mal, dass die Dame ihr Zeug bekommt. Die alle mit nach, wieder super. Ich würde aber gerne als zweites abgehandelt werden. Gut. Officer, wenn Herr Fischer erfährt, dass Sie mich warten lassen, ich glaube, dann brennt die Hütte. Jetzt haben Sie ein Problem. Aber da würde ich gerne zuhören. Frau Jones war das, korrekt? Ja, Frau Jones. Ella Jones. Bis am Arsch. Eine Frau, Ella Jones, ist hier in meinem Lobby und möchte ganz dringend mit Ihnen sprechen. Wo? Ja, in die Lobby. Damit ich wieder auf einer Gräuadin zahle. Ella Jones? Genau. Ist sie im Rollstuhl? Ja. Nein! Und sie ist sehr ungehalten. Ja, ich komme hin! Sie kommen her, das ist Grund. Das macht sie jetzt Wenn nicht! der Du 1,15 Monate Nein! wäre. Das macht sie jetzt!
Das kann ich nicht machen. Was hier? Ich hab mich toast gemacht. Weißt du, wer in der Petit-Lobby sitzt? Nee. Ella Jones! Im Rollstuhl! Ich soll hinkommen, das ist meine Ex! Ja, Spaß, ne? Wenn die da gleich mit. Das Chat, das ist der Charakter, über den wir uns immer lustig machen, weil die von Mount Schilder drunter geplumpst ist. Nein! Ich kann das nicht mehr! Mehr Energie! B03RN8886€. Weil meine Ex, die vom Mount Schilder drunter geplumpst ist, in der Lobby sitzt, im Rollstuhl und auf mich wartet. An ihrer Stelle würde ich jetzt in den Helikopter steigen und auf den Schilder springen. Oh nee, was macht die denn hier? Wer kennt denn noch Ella Jones? Wer kennt noch Ella Jones? Keine Ahnung. Fahren mit einem Moveco 16 vom PD. Zufall. Oh, ich bin so gespannt, warum er telefoniert gerade. Darf ich gehen, Frau Ella Jones? Wie bitte? Darf ich gehen, Frau Ella Jones? Ja, sie kann gehen. Okay, super. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Ich muss dir kurz anmachen. Sie kommen her, das ist wunderbar. Okay. Sie kommen her, ja, wunderbar. Sehr schön, endlich. Kann ich Ihnen einen Kaffee oder sowas anbieten? Einen Kaffee würde ich nehmen. Okay, dann ich hole den mal kurz. Ja. Das ist so witzig. Lukas, danke schön für 31 Monate. Vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön. So, da hätte ich einen schönen Cappuccino mit extra Schaum für Sie. Ja, das hört sich doch gut an. Bitteschön. Vorsicht heiß. Ja, vielen Dank. Didi, früher warst du auch mal schneller. Ich bin nicht tolerant. Kannst du noch. Oh nein. Hallo. Ja, Didi. Ja, wunderst du dich, ne? Dass du mich hier siehst? Ja, du lebst. Hä, natürlich lebe ich. Ich hätte nicht gedacht, dass du so lange durchhältst im Rollstuhl, dass du sagst, oh nee, gar keine Lust mehr. Nö, ich habe das tatsächlich ein bisschen durchgehalten und gibt jetzt auch wieder gute Aussichten, tatsächlich. Wie gute Aussichten? Na, dass ich aus dem Rollstuhl rauskomme. Deswegen bin ich ja hier in San Andreas. Echt jetzt? Mhm. Nein. Ja. Hä? Wann bist du denn? Du bist ja immer. Wir haben uns ja hier kennengelernt. oder? Ja. Ich war ja nur jetzt ein paar Jährchen weg. Ja, du warst ein paar Jährchen weg. Wo warst du? Ja, ich war in Kanada. Da habe ich mich, irgendwann gab es Aussichten, dass ich operiert werden kann an der Wirbelsäule. Und Herr Bernard hier vom EMS ist Spezialist, um dann auch wieder vernünftig das Laufen zu lernen. Und deswegen bin ich hier. Du hast ja auch kein bisschen verändern, ne? Wieso sollte ich mich auch verändern? Ja, ist ja schon ein paar Jahre rum. Ja, das ist wohl richtig. Ne? Das sind schon einige Jahre. Du hast dich auch nicht groß verändert. Doch, du hast ein bisschen dein Bart. Du hast ein bisschen dein Bart gefärbt. Ballbüschen? Musstest du ein bisschen was tun, damit du dich besser fühlst? Ein bisschen jünger fühlst? Ja. Ja. Und hat das was gebracht? Fühlst du dich jünger? Ja. Was machen deine ganzen Boote von der Titanic?
Nee, so bin ich gar nicht mehr. Ich war lange Zeit verheiratet. Weil eine, die konnte sogar oben die Teller rausholen. Ah, die war also groß genug, ja? Ja, sie saß nicht im Rollstuhl. Ja. Na, es gibt ja auch Feiglinge, die sich dann verpissen, ne? Wenn man im Rollstuhl sitzt. Du hast ja wie eine Hure rumgemacht mit irgendwas. Ich war keine Hure! Also, als ich mich rumgemacht. Ach so, und du? Rocker. Du hast dich von vornherein rumgehunert. Du hast mit dem Rocker rumgemacht, du hast doch. Ja, und dann? Und dann bist du runtergefallen. Ja. Ja, und dann habe ich versucht, noch deine Amnesie auszunutzen, damit wir noch zusammen sind. Ja, und die hast du allerdings versucht. Mit jemand von der Grove. Ja, das ist ja alles schon ein bisschen länger her, ne? Ja, nee, das ist jetzt nicht wieder länger her, das ist ja Tatsache. Ja, das sind vielleicht Tatsache, aber trotzdem ein bisschen länger her. Naja, aber komm, Willi, hast du denn rumgehurt, wo wir noch zusammen waren? Wie viel Rettungsanker du hattest? Hab's keinen. Ach nein? Nein. Hier eine Nummer, da eine Nummer, dein ganzes Telefonbuch war doch voll mit Nummern. Nee, durfte ich ja nicht mehr. Weil dann kam mir die Suppenküche und hat gesagt, wie behandelst du Frauen, tschüss. Ja, aber davor? Ja, dann bin ich gegangen, bin ich verreist in ein anderes Land, hatte ich wieder ein eckiges Gesicht. Ja, siehst du? Ja. Und dann warst du einfach futsch. Und hast dich einfach verpisst. Ja. Ich hab auch noch einen Karton mit ein paar Sachen für dich. Mir wurde in den Rücken geschossen. Nee, mir wurde nicht in den Rücken geschossen, das war ein anderer. Dir wurde bestimmt auch mal in den Rücken geschossen. Dir? Dir? Ja. Nicht? Ja. Hä, so oft wie du in Schießereien warst? Stimmt. Washington. Bitte? Guck mal, wer da ist. Guten Abend, Ma'am. Guten Tag. Ella Jones, guten Tag. Hast du nichts mehr? Nee. Ich glaube. Bist du sicher? Ja. Mit der war ich verheiratet. Glückwunsch. Naja, so fast, ne? Wir waren mehr oder weniger verlobt. Bin ich das eine, die noch lebt? Verlobt, stimmt, verlobt. Hä? Die hat er auch geschubst, deswegen sitzt sie im Rollstuhl. Ja, dass du noch nicht da warst. Ich glaube, das ist nicht so klar in meinem Kopf. Nee, Washington kenne ich nicht. Nee, glaube auch nicht. Nee. Freut mich aber, ja, Bennett Washington. Ja, freut mich auch. Mach deine Beine zusammen, du bist keine Nutte. Sag mal. Nicht du. Guten Tag. Ich meine, Hunter da hinten in der Meine Frage, kann man sich bei Ihnen denn irgendwie bewerben? Ich suche die ganze Zeit. Such die ganze Zeit das Bild, wie wir damit zusammen waren, wie ich aussah. Aber weil du sagtest, ich sehe nicht anders aus. Also Bullshit. Na klar, siehst du anders aus. Hä, komplett! Ja, du hast keine Haare mehr auf dem Kopf das und hast dein Bart gefärbt. Weil ich mich selbst dazu entschieden habe, dir abzuschneiden. Natürlich. Natürlich. Mir sind die sind dir damals auch schon halb ausgefallen. Ich hatte große Geheimratsecken. Die hat er schon lange, die Geheimratsecken. Ja, aber dann nicht mehr. Und nicht nur auf dem Kopf. Mann, was willst du? Wie was? Das ist ein Easy Sports, der von der Apotheke abgehauen ist. Nein, die haben ihn überfallen und sind dann eingestiegen. Punkt aus Ende. Wir hören da drauf, was er sagt. Warte, ich such jetzt das Bild. Ich kann sonst nicht weitermachen. So, aber erzähl mal, also du bist jetzt wieder da. Wo warst du denn die Zeit? Naja, ich war ja erstmal, habe ich irgendwann gedacht, gut, kein Bock mehr, ich will was tun, gucken, ob ich Spezialisten finde für den Rücken. Und dann habe ich irgendwann einen gefunden, der dann mich operiert hat. Dann lag ich fast ein Dreivierteljahr im Krankenhaus. Und Belastung hieß erstmal, ist nicht. Und jetzt, wo es hieß, ich kann mich daran wagen, habe ich mit Herrn Bernard Kontakt aufgenommen und bin wieder hierher. Um dann hier zeitweise die Therapie zu machen und dann bin ich wieder weg. Passt dann wieder ab? Naja, ich habe ja keinen Grund hier zu bleiben, ne? Warum? Meinst du wärst ein Grund? Ich habe Lutscher dabei. Hast du? Ja. Willst du einen lutschen? Nee. Was war Schinken? Mama, hier gleich das Bild kommen. Ich suche gerade hier mein Fotoalbum rum. Ich habe, glaube ich, noch hier eins in meinem Portemonnaie. Du hast noch eins im Portemonnaie? Nee, natürlich nicht. Das habe ich in meiner Tasche. Aber die habe ich ja schon lange nicht mehr. Und dieser Rocker, wie hieß der nochmal? Der ist doch gestorben. Der ist tot? Der ist tot, ja.
3. Das weiß ich nicht mehr, das muss nach mir gewesen sein. Kurz nach meiner Amnesie. Ach so. Ach ja, stimmt. Ja, hat er Angst, dass du dich wieder dran an ihn erinnerst. Ja, so ungefähr. Oder dass ich mich an andere Dinge erinnere. Ja, das bin ich. Ich hab... Okay. Beim BCSO, Und du warst, nachdem ich weg war, warst du da die ganze Zeit in Behandlung oder warst du da noch im Beruf tätig? Nee, da war ich ja zwischendurch als Anwältin tätig. Anwältin? Warum runtergestuft? Hä, weil er mich, weil die damals mit gefälschten Beweisen mich rausgekickt haben. Durch die Verhandlung. Ich war sogar im Knast. Warst sogar im Knast? War mir jetzt geiler, als es sollte. Los Santos. Ja, da gab es auf jeden Fall auch im Knast. Das heißt, ja, interessant, sag ich. Interessante Erfahrung. Ja, und danach halt Anwältin. Du hast nach dem Knastaufenthalt noch eine Anwaltslizenz bekommen? Die konnte ich danach wieder erwerben, ja. Aber erst nach einer grauen Zeit. Irgendwie wollte das nicht durchsenden, habe ich dann beim SAP. Ja, ich habe gesagt, danach nochmal geheiratet und war jetzt 2,5 Jahre verheiratet. Wann wäre der? Die hast du mal gut behandelt, oder? Hä? Oder musstest du für sie auch Fischer ist scheiße gesungen? Wo habe ich dich denn nicht gut behandelt? Ich habe eine Schweinemaske in der Lobby für dich gesungen. Das ist richtig, das wollen wir auch nicht nochmal wiederholen. Kann ich gleich, hol mir eine Schweinemaske. Apropos Schweinemaske, wir müssen gleich mal zu meinem Hotel. Ich habe noch einen Karton, weil ich bin zwischendurch umgezogen und habe noch ein paar Sachen, die ich von dir gefunden habe. Von mir? Die wollte ich dir noch zurückgeben. Das, okay, können wir machen. Können wir hinfahren. Jetzt? Ja, können wir machen. Brauchst du so ein Auto mit Rampe? Ja, oder? Ach, die klappen wir einfach zusammen und dann hebst du mich einmal ins Auto, dann ist gut. Aufs Dach schnallen. Oh. Wie Mr. Bean. Ja, dann O'Brien, wir brauchen 4 Sitzer. Dann gute Fahrt. Ach so, wann ist die Assi-Kammer? 20 Uhr, ne? Okay, dann nehme ich mal dein Auto. Dann lass los. Dann gehen wir los. Ja. Kann man Rollstuhl hinten auf ein Flatbed machen? Echt? Ein Rollstuhl geht auf ein Flatbed? Mit Person? Mit Person? Ja, ich rufe mal ein Rollstuhltaxi. Okay. Wir können links dran vorbeifahren, Sir. Wir probieren mal was. Ganz vorsichtig. Okay. Machen wir ein Foto davon. Ja. Hallo, ich bräuchte einmal ein Taxi zum PD. Wo sind Sie? Beim PD. Aber ein Flatbed ist wichtig. Großer, kleine? Nimm mal einen großen. Der ist also gerader, ne? Zum PD. Ja, genau. PD vorne oben. Jo, bin ich dann gleich da. Okay, bis gleich. Ja, was machst du jetzt die ganze Zeit? Ja, ich bin Chief of Police. Ja, das habe ich schon rausgefunden. Mittlerweile. Der andere, der da eben reinkam, das ist mein Sohn. Ach, mit wem? Von wem? Ja, wenn das deiner wäre, dann wüsstest du das ja. Das wüsste ich, wenn da unten was rausgerutscht wäre. Obwohl du weißt ja nicht mal, wer alles reingeht. Woher sollst du denn wissen, was da alles rauskommt? Du weißt ja auch nicht, wo dein Spermien, ne, überall gelandet ist. Ich habe einen Freibordort hier, kann jeder sein. Ja. Hallo, Frage. Hallo. Illegales Leistungstuning. Was machen wir damit? Bauen wir selber aus? Ausbauen einfach. Nein, wir haben noch eine Werkstatt dafür. Okay, da weiß gerade, wusste keiner, was da Schiene ist. Der eine meinte, es ist wieder rechne ich das mehr ab? Gehe ich höher mit der Strafe dann oder was machen wir? Nein, da bleiben wir. Er zahlt normal Strafe, weil er damit nicht fahren darf. Und das Ausbauen etc. kostet nichts. Das Einbauen wird ja ihnen teuer genug sein. Okay. Das ist auch schon die Strafe. Der wäre verloren. 5.000, 6.000, 7.000 Dollar zahlt er ja dafür. Deswegen, einfach nur die Strafe, dass er damit nicht fahren darf. Rechtswidriges Verhalten im Straßenverkehr oder so. Illegale Amorteile haben wir inzwischen. Oder so. Okay, danke. Okay.
Ciao. Ja, und beim Hotel hast du noch Sachen von mir? Ja. Ja, so ein Karton, den wollte ich ja schon immer mal wieder zurückgeben. Ein Karton? Was ist denn da drin? Naja, ich hab einen Karton genommen, hab da alles reingepackt, was ich noch von dir gefunden hab. Da muss ja schon, wie vier Jahre ist das her? Das ist jetzt 2017 gewesen. Ach, und ich bin Influencer geworden. Influencer, du? Ja, ich habe die größte Reichweite auf Schnatter. Okay. Das ist Social Media. Ah. Und da krieg ich ab und zu mal Geld und mach Post. Oh, warum nicht? Die ging es ja immer ums Geld. Wo ich ja, nachdem natürlich. Ich meinen Job verloren habe, hast du ja auch gesagt, bin ich mal interessant, weil ich kein Geld kriege. Ja, das war der alte Dieter. Das würde er heutzutage nicht mehr öffentlich sagen. Da passt vielleicht der Rollstuhl hinten rein. Mehr öffentlich. Nee, wir holen Flatbed, da kommt sie hinten rauf. Ach so, ja, oder so. Bis später. Wir probieren es mal. Viel Spaß beim Total. Ja. Nein. Es ist noch neue Mama. Ich eben fange nichts an mit Handicap. Die wehrt sich aber nicht. Ich kann mich sehr gut wehren, aber das mag auch Didi. Ja. Didi! Okay. Drecksack. Bleib mir Flatbed. Ja, das, ja, weiß das, ich das nicht. Ist jetzt also Wartenkammerleerung hier. Okay. Ja. Heißt? Alle Sachen jetzt Richtung Müll, Richtung Verbrennungsanlage, was wir beschlagnahmt haben. Achso, okay. Welches Hotel bist du überhaupt? Hier hoch. Oh, das war in irgendeiner Ecke, wenn man hier hochfährt. Ja, musst du schon gleich wissen, wenn Taxi da ist. Ja, irgendwo oben Northside Lager, das ist so ein Hotel. Northside? Also oben in der Wüste, oder? Nee, hier oben. Über Vinewood Boulevard. Das ist so ein Hotel. Wie hieß denn das noch? Casta Hotel, Castle, Castan? Ich habe keine Ahnung. Castle, Castan? Klaus. Ja, bitte. Schwein. Sie wissen das doch bestimmt. Was ist da oben für hier, wenn man hier hoch... Also wenn man Klaus, meine links Ex-Frau, hochfährt. Meine Ex-Frau, Klaus. Die Ex-Frau? Guten Tag. Hallo. Ja. Ein wunderschön, Jones. Wenn Sie wo langfahren, wie? Hier oben ist auch irgend so ein Hotel, ein recht großes. Hotel Kast. Waldpark schlafen Hotel, aber... Ich glaube, das war Carstenburg. Ja, Hotel Carstenburg. Carstenburg? Ja. Achso, ja, da können wir ja zu Fuß was hingehen. Da kann man fast zu Fuß, ja. Ist nicht weit weg. Wir probieren erstmal Flatbed. Okay. Wo bleiben die denn? Wen hast du angerufen, LSC? Ja. Ja, die liefern mir gerade das Auto zu Dingens. Ich weiß nicht, ob die mehr Leute haben. Die muss ich hier umstempeln. Okay, und jetzt wirst du diese Therapie machen, danach düst du wieder weg, oder? Ja, zumindest aktuell so der Plan, dass ich jetzt in den nächsten Tagen halt wieder vernünftig laufen kann, beziehungsweise zumindest mit Krücken. Und dann, wenn die Physio dann vorbei ist, dann ja. Ja, wie lange bist du im Rollstuhl? Für 4 Jahre? Ja, deswegen ist er ordentlich Aufbau, ne? Ist auf Mount Chiliad drunter geplumpst, Klaus. Au! Mit dem Rollstuhl auf Mount Chiliad? Nein, nee. Deswegen sitzt die im Rollstuhl. Da konnte ich noch laufen. Jahren. Ach so. Au. Ja. Au. Ja, war ein weiter Sturz. Ja, das glaube ich. Da war sie noch. Ich weiß auch noch, ja. Mhm. Der Krankenhaus da aussah, ja. Da war das, da war der OP-Saal. Für eine Leichenhalle. Ja. Mein Gott, wo bleibt das Flatbed denn, ey? Die brauchen ein bisschen lange. Die Officer hattest du gefühlt hier auch erstmal nicht im Griff. Ich habe gesagt, wenn sie sich jetzt nicht mehr ein bisschen beeilen, dich ranzuholen, dann... Ja. Kannst du mir für Soon Rechte auf das Auto geben? Leitstelle. Wo bleibt mein Flatbed-Abschlepper bei Alice? Ich bin sofort bei Ihnen. Wie lange denn noch? Minuten. 5 Minuten? 2. Ich habe 2 gesagt. Okay. Ich
Bye. Gleich. Mental gar nicht mehr so fit bist. Doch. Also dann hätte ich ja sonst danach nicht die Beziehungen führen können. Ja. Wie, du hast jetzt danach auch noch Beziehungen? Naja, nicht wirklich. Kann man jetzt nicht Beziehungen nennen. Also eigentlich schon länger Single. Aber es gibt ja genug Möglichkeiten. Und hast du als Anwältin danach jetzt auch noch weitergemacht, oder? Ja, aber ich habe eine Umschulung gemacht zur Lehrerin. Lehrerin? Mhm. Im Hänsel-Chor Nummer 1 bist du mit einem Rollstuhl reingebrettert, oder was? So ungefähr. Oh, wer, Junge, also, war bestimmt nicht einfach, oder? Nee, aber es macht Spaß. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie du mit psychisch kranken Kindern umgehen kannst. Kannst du dir nicht vorstellen? Nee. Wieso nicht? Naja, die kacken nachher noch auf dem Flur und mobben dich, weil du im Rollstuhl sitzt und all so eine Sachen. Naja, in der Schule sind da nicht alle plemplem, ne? Nur so ein Drittel. Klaus, kannst darüber nicht reden, du warst nicht in der Schule. Nee. Guck mal, da ist das. Oh, das tut mir leid. Wir versuchen mal, komm mal mit. Ja. Aber sie drauf sitzen geht nicht. Geht nicht? Mm-mm. Probieren wir. Oder wurde mal probiert? Also immer wahrscheinlich dahinter, ne? Ja. Hast du mal probiert, dass die mitfährt? Oh, ich glaube, solange man drauf ist, wird es nicht klappen. Also ich kann den, glaube ich, aufladen, das kann ich. Ja. Aber nicht mit ihr ist es drauf. Probier mal. Einfach der Papstmobil da nicht. Hat er irgendwie eine eingetragene Nummer? Das ist kein Rollstuhl? Ne, bestimmt nicht. Nö. Aber sind sie eigentlich schon Rentner, die Dame? Rentner? Ja, nee. Dadurch, durch den Unfall? Achso, nee. Achso. Ich hab noch flinke Finger, flinke Arme. Ja, na gut, dann schreiben sie sich einfach eine Fahrt auf, dann nehmen wir Schleife. Okay. Geht mit dem alten Abschlepper, geht das aber dann nicht so durch die Gegend. Klaus, ja? Pack mal den Rollstuhl dann hinten in den Kofferraum. Ich nimm sie raus. Kann ich wirklich tun? Schaut euch an, am Kran dabei. Oh, herrlich. Warte, ich fahr mal eben mit dem Abschlepper zu Sony, wenn der wieder da. Oh nein. Du hast mich lange nicht mehr im Arm gehabt, Didi. Ging auch nicht. Da, wo wir waren, konnte man sowas nicht erwarten. Ja, das ist richtig. Ja. Klaus! Mach das Auto auf! Na, zeig mal deine Muckis hier. Ja. Du hast ja ein bisschen, ne? Da find ich, wie in alten 30 Zeiten. Monate. Wie in alten Zeiten, Didi. Ich muss nachher trinken. Du musst trinken? Ja. Boah, trinke ich auch lange nicht mehr. Hast du auch lange nicht mehr getrunken? Nee. Kann mir nicht vorstellen. Ich habe ja gerne zur Flasche gegriffen. Ja, du hast richtig viel getrunken. Du aber auch. Ja. Also ich erinnere mich da an Partys, dann wird es zusammen. Ich habe ja auch kein Problem mit Alkohol. Aber ohne wird es schwierig. Nachvollziehbar. Ja. Mhm. Klar! Oh, das Schreien habe ich ja schon vermisst, ne? Okay, ich muss hier sonst nochmal reinsetzen, damit ich das Auto aufmachen kann. Okay. Oh.
Endlich. Das hat jetzt so lange gedauert. So, ich schieb dich mal ein bisschen ran. Ja, dann krieg ich das schon hin. Ja. Oh, herrlich, ey. Oh. Ja, das ist ein schicker Flitzer. Ja. Gehört mein Sohn. So, wo ist denn das? Hier gleich rechts. Und dann gleich wieder links. Und dann gleich hier wieder links. Ja. Da hätten wir auch wirklich gehen können. Das stimmt. Also, du gehen, ich fahren. Mhm. Oh oh. Scheiße. Die Stange hier wird alles gut, Didi? Oder? Ja. Warte mal kurz, ich habe eine Idee. Was denn jetzt? Okay, schauen wir mal. Oh nee. Ich bin gespannt, was er jetzt vorhat. Didi, das ist nicht dein Ernst. Der Rollstuhl ist gerade kaputt gegangen beim Aufklappen. Ich versuche den gleich mal heil zu machen. Mach mal Tür auf. So, einen Moment. So. Was? Geh doch auch. Ja. Wo müssen wir hin? Einmal kurz rein, damit ich den Karton holen kann. Kling. Warte mal. Oh nein. Hat er da drin gedacht? Oh nein. Ah! Wo bist du? Ich lasse dich jetzt hier mal raus. Ja. Guck her. Ich. Einmal hier ist ein Besenstiel, damit kannst du wie so ein Floß dich nach vorne bewegen. Super. Im Bikerswagen. Oh. Didi. Ja. So. Ein Croissant, oder? Ja, warte, ich gebe dir erstmal die Kiste. Ja. Und die Sachen. Auch die Hefe? Oh nein.
Warte. Oh nein. Tragwürdig, kein Ding. Schmeiß sie einfach rein. So. Da, wo? Ach da. Das ist ein... Du hast meine und ich hab die halt nicht weggeschmissen, ne? Warum? Ich schmeiß dir ja paar Sachen weg. Nein, die gibt's noch. Wenn du ein bisschen runterkramst, findest du auch noch, ne? Also vier Unterhosen, habe ich gesehen. Ja. Was war das noch? Lutscher? Hm. Oh nein, ist es der Lutscher? Klar. Was war das noch? Ich hab so viele. Recht weit unten ist noch ein Bild von uns. Ja. Und die Maske. Oh nein. Ja, das war ein glorreicher Moment. Das war auch schon leer. Moment. Was? Nein! Und krieg. Au! Nein! Was? Das ist die gute Yoga-Hose. Früher hat er noch Yoga gemacht. Hä? Oh nein. Ja, danke für die. Ja, guck, wie kam er noch? Oh, ganz unten ist noch ein Bildchen drin. Ein Bildchen? Mhm. Achso, ich gucke. Oh. Da hatte ich noch Haare. Ja. Oh, das ist realitätsnah. Das ist schön. Da konntest du sogar noch gehen. Da konnte ich noch gehen. Aber ich kann ja hoffentlich auch bald wieder gehen. Ja, da kriegen wir schon hin. Ja, danke schön. Da habe ich echt nicht mehr... Jetzt habe ich was uns daran erinnert, an diese schöne Zeit. Ja, ne? Ja. Dachte ich auch. Ich dachte, ich bringe dir das mal rum. Ich habe leider jetzt aber nichts für dich. Habe ich nicht mitgerechnet? Ja, ich habe auch nicht... Oh, ich habe echt ein Problem. Ich habe den Milchshake vom Dienst nicht trinken sollen. Ja, können wir kurz einen Timeout machen? Muss mal kurz nachdenken. Okay. Oh. War so nervös? Didi? Du kenne ich ihn gar nicht. Ja, manchmal wird er nervös. So verlegen. Wir haben uns auch ein paar Jahre nicht gesehen. Nevi, danke schön für 18 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Süß, ne? Ah, so, und Sie sind der Arbeitskollege, ja? Ich bin Officer Klaus, ja. Kollege und Kumpel, würde ich sagen. Und Kumpel? Sonst würde ich ja nicht, weiß ich nicht, bei zu Hause mit wohnen. Ah, okay. Ja, ich hoffe, er hat für heute Nacht auch noch ein Plätzchen, weil das Hotel hatte nur für letzte Nacht Platz. Ach so, ja gut, das ist natürlich blöd. Ah, Haus ist ja groß genug, da sind so viele, also. Da passen schon ein paar Menschen rein. Schauen wir mal. Wo kommen sie jetzt her? Wo waren sie die ganze Zeit, die letzten vier Jahre? Drei Jahre? Ich war viel rumgereist, aufgrund, dass ich Spezialisten gesucht habe. Mhm. Für den Rücken. Dann hatte ich vor ungefähr einem Jahr eine Operation gehabt an der Wirbelsäule. Und jetzt ist es so weit verheilt, dass ich wieder die Physio beginnen kann, um halt wieder Muskeln aufzubauen in den Beinen. Um dann hoffentlich auch wieder gehen zu können. Und Herr Bernard vom IMS ist Spezialist in die Richtung. Und da habe ich jetzt vormittags immer dann meine Stunden und zum Trainieren. Und dann hoffentlich kann ich dann bald laufen.
Das wäre natürlich. Ein bisschen geht schon für eine kurze Zeit auf der Krücke. Er ist auch teilweise extrem weitergekommen, die ganze Medizin, was das angeht. Ja, das sowieso. Da hat sich sehr, sehr viel getan in den Jahren. Teilweise sehe ich, dass manche Leute, die querschnittsgelähmt sind, teilweise schaffen, auf eigenen Beinen zu stehen. Mhm. Ja, nach den Jahren weiß man auch, sich zu helfen, aber es ist natürlich immer trotzdem super nervig und anstrengend. Und zu laufen ist definitiv dann wieder schön. Ja, das glaube ich, definitiv. Witzig. So, mit seinem Dünnschiss hat sich das immer noch nicht gebessert, ne? Mit seinem Dünnschiss? Nee. Nichts verändert in den Jahren. Nee. Manche Dinge ändern sich halt nie. Da muss man auch immer aufpassen. Die Unterhosen waren auch mal ein bisschen, haben was abbekommen öfters. Gott. Ja gut, das geht mich zum Glück nichts an. Ich dachte, sie sind mit Hausbewohner. Ja gut, Hausbewohner, aber ich bin ja nicht sein, also ich bin ja nicht sein Betreuer oder sowas. Okay, also waschen Sie nicht zwischendurch Ihre Wäsche zusammen? Nee. Okay. Ich wasche meine Sachen, er wäscht seine Sachen. Tipp ist auch besser so. Also gerade, wenn er Milchprodukte gegessen hat. Laktoseintolerant? Aha. Ach was. Mhm. Da er manchmal dann auch Blähungsprobleme hat und dann pupst, furzt, dann kommt halt auch mal was mit. Oh nein, komm Land mit, scheiße. Ja, da kann Land mitkommen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja. Definitiv kritisch. Ihr könnt auch einen Titel machen, Ella Jones, ne? Jetzt übrigens. Ella Jones zu Besuch oder so. Gut, aber er wäscht auch offen. Er kauft sich einfach mal was Neues. Ihm Kleidung nicht mehr gefällt, ab in die Müll, hat noch was gekauft. Ja, das sowieso. Er schmeißt lieber direkt weg und kauft sich neu. Ach ja. Wo kommen die Wird heute mal eine Energy nehmen. Mhm. Dankeschön für 2 Subs an die Community. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wieder was in die Hose gegangen, Didi? Mein Auto hat Getriebeschaden mit unkontrollierten Ölverlust. Ja. Trinkt niemand zum Dienst eine Milchshake vom Dominus. Nee, das geht bei dir gleich wieder raus. Und da drauf Energy draufgekippt. Ja, Mensch. Wenn man vom Thema spricht. Oh, nee. Hab ich doch gesagt. Puh. Ja, aber guck mal, ich habe immer noch die gleichen Tattoos wie früher. Ja, stimmt. Neue, aber immer noch gut tätowiert. Und die Hose vom Yoga passt dir immer noch gut. Ja, guck dir diesen Adonis-Körper an. Schon lecker. MP Ray Special. Mhm. Hast dich auf jeden Fall in Form gehalten. Ja, du aber auch. Ja, man wenn man im Rollstuhl sitzt, muss man viel Sport treiben. Gerade wenn man wieder laufen möchte. Ja. Hast du für heute Nacht eigentlich bestimmt, weil hier hatte ich nur für eine Nacht, konnte ich erkennen, ne? Du hast ja bestimmt die Möglichkeit, das ist schön. Das ist gut. Aber eventuell, wenn du eine Französin siehst, musst du nicht unbedingt sagen, dass du meine Ex-Frau siehst, bist. Okay. Weil? Die denkt, dass du tot bist.
Sie denkt, dass ich tot bin? Ja. Wieso hast du ihr denn erzählt, dass ich tot bin? Ja, es gab so eine Zeit, wo ich nicht so ganz toll war und dann hatte sie Angst, dass ich wieder zu meiner Echsen laufe und so. Da habe ich gesagt, da gibt's gar nicht mehr. Entweder sind die tot oder, also sind die wirklich alle außer du. Ja. Deswegen habe ich dich da gleich mit in den Karton gehauen. Tot. Charles. Ja, bitte. Weißt du was, Didi, du machst gleich ein bisschen Dienst und dann machen wir sonst nachher noch was. Okay. Und fährst mich erstmal zu dir. Okay. Also klar. Du hast nachher noch ich was. Komm wieder verschnittsklebte Wegnudeln. Wo soll ich warten oder? Hä? Nein, ich komme gleich fang gleich zur Assi-Kammer noch. Okay. Mal mitmachen. Ja, dann sag mal Bescheid, ruf mich an, ja. Ich bin da. Du musst mir gleich nur einmal kurz helfen mit dem Koffer, dass ich kurz ins Bad kann, dann mach ich ein kleines Schläfchen. Ja, ich weiß ja nicht, was du vorhattest. Das weiß ich auch nicht. Weißt du nicht? Nee. Schönen Tag noch. Patze! Ja, oh, ich bin angerufen. Herr Spencer, ich war gerade beim Scheißen. Da kann ich doch nicht rangehen. Warum nicht? Weil ich... Das geht nicht. Doch, ich unterhalte mich gerne beim Scheißen. Ja, stimmt. Und zwar geht es darum, dass wir ja eine Kommission haben von der SAFL und die Verträge durchgegangen ist, ne? Und wir hatten einen Stich, also mit dem Voting, welche andere Anwaltskanzlei wir nehmen. Und dann haben wir aber noch, weil wir gerade waren in diesem Rat, haben wir noch eine Person weiter hinzugezogen, die Frau Morell. Und die hat dann leider die andere Partei gewählt und somit hat sich der Rat dann für die andere Kanzlei entschieden. Obwohl ich für sie gestimmt habe. Tatsächlich? Ja. Na klar, Fischer. Ja, das war klar. Da hätten sie irgendjemand anderen reingeholt, aber nicht Frau Morell. Ja, Morell. Das hätte ich Ihnen auch sagen nur können. Wegen Morell haben wir jetzt die blöde andere an den Hacken. Ja, Fischer hat auch sie gewählt. Ist halt so. Genau. Arsch. Ja. Gut, das ist eine Sache, die ich am Laufen habe. Ich baue ja aber nebenbei auch noch einen Firmenkonzern auf. Wir kriegen bald noch zwei neue Firmen. Mhm. Tattoo-Studio und andere Sachen. Und da komme ich auf Sie zu, weil ich Arbeitsverträge machen will. Ja, okay. Können wir gerne machen. Okay. Alles klar. Tut mir leid. Trotzdem danke. Ciao. Ciao. Das hier links ist bei so mein Haus. Oh, schick. Ja. Schön groß. Ist aber jetzt nicht kloppigerecht, ne? Das macht ja nichts. Du hast ja starke Arme. Wie gut sind die Aussichten denn, dass du hier wieder gehen kannst? Sehr gut. Und wenn du gehen kannst und das wieder alles geht, vielleicht, ja. Vielleicht. Willst du ja gar nicht wieder gehen. Aktuell wüsste ich nicht, was mich hier hält. Also du willst schon gehen, aber nicht weggehen. Haha! Ja, das ist da vorne meine Ex-Frau. Ex-Frau auch, ja. Mhm. Und da ist unser Hundeplatz, wirklich. Unser türkische Kangol-Husky. Okay. Ich rufe Klaus. Was? Für dich, der Konvoi wird gerade überfallen. Soll ich den mit dem Panzer direkt abholen? Ach so. Nö, dann schwören wir uns nicht mal einmischen. Willst du nicht? Okay. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Ich guck mal draußen mal an. Okay.
Okay, willst du mit dem Panzer anfangen zu gucken oder? Nö, ich fahre normal Autos. Das Fische? Okay. Okay. Ciao. Jo, tschüss. Willst du bei mir schlafen? Kann ich? Ich weiß ja, wie du aussiehst. Gleich wieder drin, Alter. Geil, dann brauche ich die Gummipuppe nicht mehr. Das heißt dann nicht, dass du direkt reinhalten darfst. Wie darf ich nicht? Merkst du eh nicht. Also. Doch. Klar spüre ich ja wieder, sonst könnte ich doch jetzt nicht das Laufen lernen. Seitdem ich am Rücken operiert worden bin, spüre ich da auch wieder was. Hätte sie mitgekriegt. Ja, heimlich wird nichts. So, ich halte mich mal hier kurz fest, dass ich mich kurz umziehen kann. Ja. Okay, ich hau mich dann erstmal ein bisschen hin, ne? Ja, melde dich dann. Wissen wir meine Telefonnummer noch? Ach so, ja. 555. Ja. 610. Ja. 125. Ja. 9. Gut. Hast du eigentlich Interesse an der Justiz wieder? Nee. Schade. Ich hätte da jemanden abgesägt für dich. Weiß ich zu schätzen, Didi. Hätte ich sofort gemacht. Den abgesägten Baumstamm hätte ich wieder ins NSPD gestopft. Das wäre so schön. Okay. Dann schlaf, erhol dich ein bisschen, sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, ruf sofort an. Ich bin den ganzen Tag da. Ja, mach. Dann komme ich sofort vorbei, hol dich. Okay. Wenn du Bock auf Action hast, dann setzen wir dich einfach hinten ins Auto und dann können wir streifen. Okay. Okay. Später. Ich gehe jetzt so streifen mit meinem gelben Höschen. Meine Kloppi ist wieder da. Ich glaub das nicht. Die haben es scheinbar sogar geschafft. Oha, ja gut, das war's.